Grüezi und ganz herzlich willkommen zum Webinar Talente für die Zukunft – erfolgreiche Rekrutierung und Entwicklung. Ich freue mich gleich, unsere Expertin in diesem Thema, Dönis Gehring von Jussi, zu begrüßen. Bevor wir ins Thema eintauchen, noch einige allgemeine Punkte vorweg. Falls Sie technische Probleme mit dem Meeting haben, können Sie sich im Chat auf www.dualoop.com melden. Unsere Kollegen dort helfen Ihnen gerne weiter. Wenn Sie Fragen zum Inhalt haben, können Sie diese direkt im Chat des Meeting-Tools eingeben oder gerne für später vermerken. Wir werden dies in der Fragerunde gegen Ende des Webinars dann beantworten. Bitte beachten Sie, dass alle Teilnehmer stumm geschaltet sind. Bei Inputs dürfen Sie sich natürlich sehr gerne selbst entmuten. Wir zeichnen dieses Webinar auf. Allerdings werden nur die sprechende Person sowie der Bildschirm aufgezeichnet. Die Fragerunde wird nicht veröffentlicht. So können Sie Ihre Fragen ganz ungeniert stellen. Die Aufnahme des Webinars werden wir im Anschluss auf YouTube zur Verfügung stellen. Da es heute vor allem um unsere Expertin Dönis und die Lernenden der Zukunft gehen soll, halten wir den Vorstellungsteil von Seiten Dualoop kurz. Ich bin Daniela Zwicker und bin bei Dualoop für das Marketing zuständig. Wir möchten mit Dualoop den Rekrutierungsprozess von A bis Z für unsere Kunden vereinfachen. Also von der Ausschreibung auf verschiedenen Jobplattformen über das Bewerbermanagement bis zur Zu- oder Absage. Bei den Lernenden startet der Prozess ja oftmals nicht mit dem Bewerbungseingang, sondern es werden auch Schnupperlehren und Infotage angeboten. Auch diese Prozessschritte können in Dualoop veröffentlicht und verwaltet werden. Im Bereich der Lehrstellenausschreibung ist das Berufsbildungsportal Jussi in der Schweiz nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns daher, dass wir seit Mitte August eine direkte Integration zwischen Jussi und Dualoop anbieten können. In diesem Zusammenhang führen wir auch dieses Webinar durch. Ich übergebe das Wort nun sehr gerne an Dönis von Jussi, die ihre Erfahrungen und Einblicke zu den Talenten von morgen mit uns teilt. Vielen Dank, Daniela, für die Intro und die Übergabe. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und wir uns gemeinsam den Young Talents widmen. Wir möchten gerne der Frage nachgehen heute, wie gelingt es uns, den Lernende für unseren Beruf oder unseren Betrieb zu gewinnen und so auch unsere Zukunft zu sichern. Mein Name ist Dönis Gehring. Ich leite das Customer Success Team von Jussi.ch und in meiner Funktion helfe ich zusammen mit meinem Team tagtäglich Lehrbetrieben die passenden Lernenden zu finden. Wer ist denn Jussi.ch? Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, Jussi.ch ist mit fast 5 Millionen Besucherinnen jährlich das größte Berufsbildungsportal der Schweiz und wir haben uns der dualen Berufsbildung verschrieben. Obwohl ich selbst keine Lehre absolviert habe, ich oute mich da, brennt mein Herz für genau dieses Thema. Was ist der Grund dafür? Ich gehöre genau zu denjenigen Schülerinnen, die 3 Berufe kannten früher. KV, Bäcker, MPA und keiner dieser Berufe hatte mich damals begeistert oder gepackt und wir haben in unserer schönen Schweiz 250 Lehrberufe und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere darunter gewesen wäre, der mich begeistert hätte, hätte ich nur davon gewusst. Und genau dafür setzen wir uns auch ein, dass Jugendliche ihre Traumlehrstelle finden und den bestmöglichen Start ins Berufsleben erleben. Wir sehen hier ein Foto von uns, wir sind ein Team von 60 Leuten, die sich tagtäglich mit dem Thema Young Talents beschäftigen. Wir sind ein junges Team, wir versuchen neu an den Lehrbetrieben zu sein, neu an den Verbänden und vor allem neu an den Schüler und Schülerinnen und sind Experten und Expertinnen für die zukünftigen Lernenden. Worüber sprechen wir heute? Welche Themen schauen wir uns heute an? Wir gehen zuerst darauf ein, warum die Young Talents so wichtig sind, streichen auch den Wert der Berufsbildung nochmal hervor. Wir wollen wissen, wer sind sie denn, wie ticken sie, wir wollen sie besser verstehen, die Young Talents, und wir möchten natürlich auch den ein oder anderen Punkt noch erwähnen, den sie vielleicht für sich als Lehrbetrieb mitnehmen können.
Wir sprechen von den Young Talents. Vielleicht noch kurzer Exkurs zur Begrifflichkeit, weil die Übergänge zwischen den Generationen sind fließend. Für die Zielgruppe zukünftige Lernende ist sicher die Generation Z aktuell am prominentesten. Aber schon bald folgt die Generation Alpha und mit den Jahrgängen 2012 und jünger. Und es gibt auch spätere BerufseinsteigerInnen. Beispiel zu den Millennials gehören. Wir haben uns entschieden, wir fassen dies im Begriff Young Talents zusammen und jeder Mensch bringt schließlich sein eigenes Verhalten und Ideen mit und ja, deshalb auch dieser Begriff. Warum ist das Thema Young Talents wichtig? Ich glaube, weil die heutigen oder die zukünftigen Lernenden die Zukunft von morgen sind. Wir lesen es überall, wir spüren es auch. Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Wir alle sind davon getroffen. Ich nehme an, auch die ein oder andere Branche, in der Sie angehören. Was heißt das genau? Das heißt für uns, das Ausbilden von Lernenden gewinnt somit umso mehr Gewichtung. Sind schließlich auch die zukünftigen Fachkräfte von morgen. Für uns bedeutet das auch, wir müssen an der Wurzel ansetzen und junge Talente für unsere Berufe oder die Berufe, die wir anbieten, begeistern. Wenn wir einen Blick auf die Demografie des Schweizer Arbeitsmarkts werfen, wir haben in Weiß die aktuellen Personen im Arbeitsmarkt, oben die Austretenden, unten diejenigen, die nachkommen. Wir sehen ja auch ganz klar, dass unten weniger nachkommen und oben mehr den Arbeitsmarkt verlassen. Was heißt das genau? Die Boomers, wie sie auch genannt werden, hinterlassen eine Lücke im Arbeitsmarkt. Also früher gab es automatisch immer mehr Nachwuchs. Man musste sich nicht um den Nachwuchs ringen. Er kam nach. Die aktuelle Situation sieht anders aus. Viele langjährige Fachkräfte, ich glaube, das ist uns allen bewusst, gehen. Weniger Jugendliche oder Junge kommen nach. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch eine größere Auswahl für die Jugendlichen in der Berufswahl. Das Gute daran ist, wir wissen eigentlich, wie viele Leute nachkommen, weil es gibt nicht mehr als schon auf der Welt sind. Also diejenigen, die jetzt eins sind, die kommen wahrscheinlich in 13, 14 Jahren in die Lehre oder zumindest in 13 Jahren werden sie mit dem Thema Berufswahl konfrontiert und wir können das planen. Wir wissen, wie viele Leute oder um wie viele Leute es sich etwa handelt. Und ich glaube, der einzige Plan oder ein Plan, den wir haben, ist, umso mehr Leute zu motivieren, eine Lehre zu machen und das heißt für uns auch die duale Berufsbildung attraktiver darzustellen oder attraktiv darzustellen. Und ich glaube, ich nehme an, hier unter den Teilnehmerinnen ist auch der eine oder die andere Berufsbildnerin oder der eine oder andere Lehrbetrieb, wie wichtig euer Beitrag ist und euer Input und wie wichtig auch die duale Berufsbildung ist, wirtschaftlich und gesellschaftlich, weil wir hier auch Fachkräftesicherung betreiben, um das Thema oder dem Thema auch nochmal Gewichtung zu geben und das auch zu betonen. Ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir das auch nochmal hervorheben, wie wichtig die Lehre ist in der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Können es auch als den Königsweg bezeichnen, gerade weil Lernende direkt im Betrieb wertvolle Berufserfahrungen sammeln können, gute Berufsaussichten genießen nach einer Lehre, auch finanziell unabhängig sind, früh Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten haben dank diesem System und natürlich der wirtschaftliche Nutzen, der damit gegeben ist. Ich glaube, so senken wir auch die Jugendarbeitslosigkeit und fördern die Integration. Werfen wir aber einen Blick auf den Markt. Wie sieht denn der Lehrstellenmarkt eigentlich aus? Wir haben 86.000 Schüler und Schülerinnen, die sich am Ende der obligatorischen Schulzeit befinden. Wir hier haben auch etwa gleich viele offene Lehrstellen wie Schülerinnen. Im letzten Jahr blieben aber 16% der Lehrstellen unbesetzt. Ich glaube, als ich die Präsentation oder als ich vor 2, 3 Jahren die Präsentation gehalten habe, waren es noch 10% der Lehrstellen, die unbesetzt geblieben sind. Mittlerweile sind es 16%. Die Zahlen sind übrigens aus dem Nahtstellenbarometer des Bundes. Wir haben hier einen Teil der Jugendlichen, die sich auch für eine Zwischenlösung entscheiden, einen Teil der Jugendlichen, der sich für die berufliche Grundbildung entscheidet, eine Lehre oder eben auch einen Teil der Jugendlichen, der sich für das Gymnasium entscheidet. Natürlich mit der Zwischenlösung kann es natürlich auch sein, dass sie danach noch den Weg einer Lehre einschlagen. Ich glaube, wichtig ist hier, oder wir haben es bereits gehört, ich habe es schon erwähnt, die aktuelle Situation ist, und das zeigen auch diese Zahlen, viele
Langjährige Fachkräfte gehen, wenige Junge kommen nach. Das bedeutet eine größere Auswahl für die Jugendlichen. Das widerspiegelt sich auch auf dem Lehrstellenmarkt. 16% der Lehrstellen bleiben unbesetzt. Heißt, früher waren Lehrstellen umkämpft. Der eine oder andere von uns mag sich vielleicht noch daran erinnern. Heute sind eher die Lernenden umkämpft. Das ist eigentlich, der Markt hat sich gedreht. Was können wir tun als Lehrbetrieb, um auch einerseits das Bild der Lehre gegen außen zu stärken, respektive was können Sie tun oder wir tun, um interessierte junge Menschen für das eigene Unternehmen zu gewinnen? Sicher ein wichtiger Punkt ist, dass wir stolz sind auf unser System oder auch auf den Beruf, den wir ausüben, den Berufsstolz in den Mittelpunkt drücken, dass wir auch Erfolgsgeschichten erzählen. Es gibt viele Menschen, bekannte Menschen, zum Beispiel Sergio Ermutti hat, glaube ich, auch eine Lehre gemacht. Diese Geschichten können wir auch erzählen, hervorheben, den Jugendlichen näher bringen. Ich glaube, Karrierechancen und Perspektiven aufzeigen ist ein wichtiger Punkt dafür. Und die ganzen Vorteile auch aus Sicht der Jugendlichen oder aus der Perspektive der Jugendlichen betrachten, dass man sich in sie hineinversetzt. Das ist auch das erste Mal, dass sie auf oder in diesem ganzen Prozess sind auf Stellensuche und in welcher Situation sie sich befinden und dass wir da auch jugendgerecht kommunizieren mit Videos, Bilder, einem einfachen Bewerbungsprozess etc. Ich gehe später bei den Handlungsempfehlungen noch im Detail darauf ein. Was beobachten wir sonst noch? Ich habe es schon erwähnt, wir haben 5 Millionen Schülerinnen pro Jahr, die sich auf der Suche nach einer Lehrstelle auf Justi bewegen. Wir haben fast 90% des Lehrstellenangebots auf Justi abgedeckt und ca. 200.000 registrierte Schülerinnen. Wir können beobachten, was die Schülerinnen suchen, was die Jugendlichen suchen, wie sich ihr Verhalten entwickeln und können so zum Beispiel auch die Beliebtheit der einzelnen Lehrberufe aufzeigen. Und um das Ganze ein bisschen aufzulockern und um Sie auch zu involvieren, machen wir jetzt eine kurze Fragerunde oder ein kurzes Spiel. Jetzt sind Sie an der Reihe. Wie viel wissen Sie über die Lehrberufe in der Schweiz? Ich habe 1, 2, 3 Fragen mitgebracht. Sie dürfen Ihre Meinung oder Ihre Antworten gerne im Chat teilen. Diejenige Antwort mit den meisten Punkten gewinnt dann und ich löse das auch gerne auf. Erste Frage. Welcher Beruf gehört nicht in die Top 10 der beliebtesten Lehrberufe? Ist das der Fachmann oder die Fachfrau Betreuung? Ist das der ICT-Fachmann oder die ICT-Fachfrau, medizinische Praxisassistentin oder der Logistiker? Wir haben hier den Logistiker, ICT-Fachmann, Logistiker. Logistiker ist hoch im Kurs, sehe ich. Fachmann Betreuung. Gut, ihr scheint euch einig zu sein. Ich löse es gerne aus. Es ist nicht der Logistiker, es ist der ICT-Fachmann oder die ICT-Fachfrau. Und da belegt dieser eher neue Beruf den 11. Platz mit fast 90.000 Suchanfragen pro Jahr. Also war ganz knapp nicht oder ist ganz knapp nicht in den Top 10. Das kann sich noch ändern, da kann sich jederzeit ändern. Zweite Frage. Wie oft suchen Jugendliche pro Tag nach dem Beruf Forstwart oder Forstwärtin? Sind das 24 Mal pro Tag, 4 Mal pro Tag, 14 Mal pro Tag oder nur einmal pro Tag? Nur einmal haben wir. Gut durchmischt. Besteht nicht so Einigkeit wie vorhin. Gut, es ist mehr als einmal, das kann ich schon mal sagen. Gut, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es ist 24 Mal pro Tag. Der Forstwart liegt auf Platz 71, wenn ich mich nicht irre, von insgesamt über 250 Lehrberufen mit ca. 9.000 Suchanfragen pro Jahr. Das bedeutet dann 24 Mal pro Tag sucht ein Jugendlicher nach diesem Beruf. Dann letzte Frage. Welcher Lehrberuf belegt Rang 1 der beliebtesten Lehrberufe der Schweiz gemäß unseren Suchanfragen?
KV. Ja, da sind sich alle einig. Ich glaube, da war die Frage zu einfach. Das stimmt natürlich. Es ist das KV, unumstritten, mit fast 1 Million Suchanfragen pro Jahr. Wir sind aktuell bei 977.000. Auf Platz 2 folgt Informatiker oder Informatikerin. Platz 3 Detailhandel. Zeichnerin. Platz 6 Mediamatikerin. Platz 10. Wir haben aber auch noch Logistiker, Fachfrau oder Fachmann Betreuung, VG, Fachmann oder Fachfrau Gesundheit, MPA und Fachfrau Apotheke, die sich in den Top 10 befinden. Die Daten befinden sich in unserem Lehrberufsbarometer. Die finden Sie jederzeit auf unserem Berufsbildungsblog auf justi.ch live und für alle zugänglich. Gibt spannende Insights rund um die Berufe, Beliebtheit, auch Saisonalität der Suchanfragen, wenn Sie einen Blick darauf werfen wollen, jederzeit. Danke fürs Mitmachen. Dann machen wir jetzt einen Perspektivenwechsel. Wer sind Sie denn? Die Young Talents oder die Generation Z, von der wir immer hören, wir wollen sie ein bisschen besser verstehen. Vielleicht zuerst kurz einen Blick auf die Generationen, weil im Arbeitsalltag treffen viele Generationen aufeinander. Und ich glaube, das Verständnis zwischen den verschiedenen Generationen ist das A und O und auch die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Vielleicht kurz, es gibt so ein kurzes, sagen wir mal, ein Statement zu den einzelnen Generationen zur Arbeitseinstellung. Ich habe das hier einfach kurz zusammengefasst. Die Babyboomer, sagt man, da war das Motto oder ist das Motto Leben, um zu arbeiten. Bei der Generation X war es eher Arbeiten, um zu leben. Bei der Generation Y, dazu gehöre ich, erst das Leben, dann die Arbeit. Ja, und die Generation Z, hier gilt eher das Motto, hier ist die Arbeit und da ist mein Leben. Also sie haben vielleicht und sind nicht so, ich sage jetzt mal, spüren auch ein bisschen Angst vor Wohlstandverlust, haben, das sind die erste Generation, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, Social Media, haben auch schon einige Krisen erlebt. Und ich glaube, hier gilt es vor allem oder im Hinblick auf diese Generationeneinordnung gilt es vor allem, dass man sich die einzelnen Merkmale vor Augen führt oder diese versucht zu verstehen und auch auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen fokussiert. Weil schlussendlich haben wir alle oder alle Menschen dieselben Grundbedürfnisse, egal welche Generation, und das ist Bindungssicherheit und auch die Selbstwerterhöhung. Sie variieren einfach. Gut, aber jetzt schauen wir auf die Young Talents, die Mythen der Generation Z. Gut, sie gelten als, möchte hier vor allem zwei Begriffe auffassen, als ungeduldig oder fordernd. Ungeduldig, gut, wir sind dank E-Mail und Smartphones im Social Media im Zeitalter der Instant-Kommunikation angelangt. Das heißt, die Folge davon ist auch eine vielleicht als ungeduldig wahrgenommene Erwartungshaltung der jungen Generation an die Kommunikation. Sie sind sich Instant Feedback gewohnt von Social Media, von E-Mail. Brief, Post kennen sie nicht mehr, wie, so wie wir. Hier als kleiner Tipp geben Sie, also sicher wertvoll, wenn die jungen Generation, die sich das gewohnt ist, zeitnah und konstruktiv Feedback zu erhalten, auch im Berufsalltag zeitnah und konstruktiv Feedback bekommt. Oft wird auch genannt, gut, sie fordern viel, liefern aber nicht. Fordernd. Hier, ich glaube, der Respekt vor Wissen und Erfahrung hat sich verändert. Das liegt vor allem auch daran, dass Wissen jederzeit und überall zugänglich ist, via Google, auf YouTube, über eben die sich verändernden Technologien. Altes Wissen kann eine Folge sein, dass altes Wissen weniger wert ist. Und Respekt wird heute vor allem auch auf Kompetenz, Vorbild sein, Augenhöhe wahrgenommen. Ich glaube, hier ist wichtig, dass wir auch vorleben, wie es richtig gemacht wird, dass man die Jugendlichen ernst nimmt. Ich habe hier schon ein paar Beispiele gehört. Gut, sie kommen in die Schnupperlehre
Und Sie können mir schon Fakten zum Beruf sagen. Das hätte ich früher nie gewusst. Oder wissen Sie denn schon alles? Wie gehe ich damit um? Ich glaube, Sie wissen nicht alles. Sie können aber schon über viele Kanäle relativ viel Wissen einholen. Und jetzt wird es dann umso wichtiger, dass wir Ihnen helfen, dieses Wissen in einen Kontext zu setzen und eben auch mit Erfahrung, und Kompetenz aufzeigen, was noch alles gelernt werden kann und wohin die Reise noch gehen kann. Faktencheck. Also die Young Talents, wir sprechen ja aktuell vor allem von der Generation Z, das ist die Altersgruppe zwischen 1996 und 2010. Das sind circa 1,5 Millionen Schweizer und Schweizerinnen, circa 40% der aktuell bereits Erwerbstätigen. Sie sind aufgewachsen oder geboren schon mit dem Smartphone, hatten schon seit Kindesalter mit sind Sie mit dem Smartphone in Berührung gekommen. Und schlussendlich müssen wir uns, glaube ich, hier den Spiegel vorhalten und uns selbst beobachten. Wir schauen auch lieber Videos. Fotos finden wir ansprechender. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, und ich habe mich ja geoutet, welcher Generation ich angehöre, Ferien gebucht habe, ohne Fotos anzuschauen des Hotels oder wann ich das letzte Mal auf Reisen auf einem Städtetrip in ein Restaurant gegangen bin, ohne vorher das Google-Rating zu checken. Ich verlasse mich auch sehr fest auf Social Media und ich gehöre nicht zur Generation Z. Die Kanäle unterscheiden sich wahrscheinlich noch leicht. Ich bin nicht so auf TikTok unterwegs wie die junge Generation. TikTok gilt vor allem oder punktet oder trumpft mit humorvollen Inhalten. Ich glaube, hier gilt es auch, sich vor Augen zu führen, dass man sich über TikTok oder all diese Kanäle auch Wissen aneignen kann. Ich kann euch ja vom Beispiel eines ehemaligen Lernenden erzählen, der mir bei einem Firmenausflug hat er mir erzählt, dass er auf TikTok einen Kanal gefunden habe von einem Imker. Hier geht es um Bienen und er das Thema so spannend finde und sich jede Woche oder jeden Tag auf neue Videos wartet, weil er mehr über das Thema erfahren möchte, über den Umgang mit Bienen und ihn das total begeistert und er nie gedacht hätte, dass ihn dieses Thema begeistert. Ich glaube, ich wäre früher wahrscheinlich, hätte ich eine Doc gesehen und wäre dann, hätte dann ein Buch ausgeliehen. Sie holen sich die Informationen einfach über Social Media und informieren sich auch da. Das heißt, der Zugang zu Wissen hat sich verändert und ich glaube, wir müssen Ihnen teilweise auch, dass Sie unterstützen darin, das anzuwenden oder uns auch vor Augen führen, auf welchen Kanälen Sie unterwegs sind und wie wir Sie erreichen können, auch mit Infos zu den Lehrberufen und unserem Betrieb. Zu den Soft Skills und Eigenschaften, wir haben es gehört, Work-Life-Balance ist Ihnen wichtig, ein Ausgleich zwischen Arbeit und Hobby. Sie sind eine soziale und sensible Generation. Sie haben auch eine Pandemie erlebt. Wertschätzung ist Ihnen extrem wichtig. Das ist ständige Suchen oder diese Suchen auch nach Bestätigung und Instant Feedback. Das kann, meine Hypothese, auch mit Social Media zusammenhängen. Man ist sich gewohnt, man kriegt Instant Feedback, man kriegt direkt Bestätigung für gewisse Inhalte, die man postet. Gerechtigkeit, auf Augenhöhe begegnen, ernst genommen werden, wichtige Punkte und auch Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit. Was will ich? Was passt zu mir? Wieso will ich das? Macht das Sinn, was ich mache? Auch hinterfragen, kann man etwas anders machen, wenn ich es auf den Arbeitsalltag beziehe? Das sind Ihnen Themen, die Ihnen wichtig sind. Gut, ich habe einen Blick auf die Uhr und gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, wir haben einen Podcast und hatten ja auch einen Austausch mit der Erziehungswissenschaftlerin Margit Stamm und sie sagt ganz klar, junge Menschen brauchen Vorbilder. Und als Berufsbildner oder Berufsbildnerin haben wir auch diese Vorbildfunktion. Ich glaube, Berufsstolz vorleben, ihnen Kompetenz zeigen, sie mit auf die Reise nehmen, weniger Wissen selbst vermitteln, sondern helfen, ihnen das oder ihnen helfen, das Wissen in einen Kontext zu setzen, sind wichtige Punkte, um die Young Talents anzusprechen oder auch zu fördern. Auch ein Punkt ist, den wir hier aufgeführt finden, People follow people. Hier sieht man das am Beispiel von Cristiano Ronaldo oder Nike. Also Cristiano Ronaldo ist gesponsert von Nike. Nike hat aber schlussendlich mehr Follower als Nike. Also der Brand selbst hat nicht so viel Aufmerksamkeit wie der Mensch Cristiano Ronaldo. Und hier zeigt sich auch, der Mensch ist im Mittelpunkt und das gilt auch für die Berufsbildung, dass man auch die Jugendlichen als Botschafter einsetzt, dass sie zeigen, wie sie die Lehre empfinden und so auch andere Jugendliche begeistern können im übertragenen Sinne.
Genau, und jetzt bin ich schon ein bisschen in die Handlungsempfehlungen eingestiegen. Was heißt das für euch als Lehrbetrieb, als Berufsbildnerin? Wie setzen wir das um? Wie sprechen wir die Young Talents an mit ihren Fähigkeiten und Werten? Und hier möchte ich noch auf den Lernendenbarometer eingehen, wo wir die Lernenden fragen, was ist euch während der Lehre wichtig? Und da sagen sie ganz klar berufsbildende, Respekt und ihm. Und das Schöne an diesen Punkten ist, es geht bei allen drei Punkten um den Menschen, respektive um die zwischenmenschliche Beziehung. Und ganz im Ernst, wer von uns schätzt das nicht? Wir haben alle gerne ein tolles Team und ein respektvoller Umgang am Arbeitsplatz. Und ich glaube, es sind auch Punkte, die man als Berufsbildnerin oder Mitarbeitende super beeinflussen kann, egal ob man jetzt ein kleiner Lehrbetrieb ist oder ein großer, großer Lehrbetrieb. Ich glaube, Respekt hat auch viel mit Ernst genommen werden zu tun, Anerkennung, Wertschätzung, Verantwortung übergeben, übernehmen und ihnen auch helfen, dies dann auszuführen. Genau. Kurz und bündig. Auch wir waren mal jung. Sie sind im, der Fokus liegt sicher darin, erwachsen zu werden, das Leben zu entdecken, unabhängig zu sein. Nochmal zusammengefasst, Ihre Ansprüche an die Arbeit ist Selbstverwirklichung. Sie streben nach Sinnhaftigkeit, möchten auch sehen, was für Perspektiven habe ich, was für Karrieremöglichkeiten, Flexibilität und schnelle Weiterentwicklungen, auch geprägt durch Instant Feedback, wie schon erwähnt, schnelles Feedback, schnell lernen. Auch klar kurz gesteckte Zielvorgaben und eben sofortige Feedbacks können helfen. Auch eine psychologische Sicherheit. Ich fühle mich gut aufgehoben mit meinen Problemen. Ich kann mich anvertrauen. Und natürlich Vorbilder, dass sie auch mit Vorbildern zu tun haben. Menschen, die Berufsstolz vorleben und auch motiviert sind. Und das Team und die Teamkultur, die sich als zentral erweisen. Langfristig denken, also wenn wir das in vier Punkte jetzt zusammenfassen, ohne in die Details zu gehen, langfristig denken, die Berufsbildung ist zentral, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Es lohnt sich, in die jungen Fachkräfte zu investieren, den Perspektivenwechsel zu machen, sich zu überlegen, wie erreiche ich sie, wie denken sie, wie kann ich sie auch für die Berufe oder für meinen Betrieb begeistern, ihnen auf Augenhöhe begegnen, auch bei Ausschreibungen der Lehrstellen und bei der Betreuung. Schlussendlich beginnt das alles bei der Ausschreibung, bei der Schnupperlehre, den Berufsstolz sichtbar machen und die Sinnhaftigkeit eines Berufes aufzeigen. Aus ihrer Sicht, mit ihrer Brille und Karrierechancen auch klar kommunizieren. Der Weg vom Lernenden zum CEO ist möglich. Wir können ihn aufzeigen und auch wiederbeleben. Zum Abschluss möchte ich gerne noch auf den Rekrutierungsprozess eingehen. Sicher ein wichtiges Mittel, wenn nicht das wichtigste Mittel auch im Finden oder vor allem im Rekrutieren von Young Talents. Einige Insights. Wie sie sich bewerben und auch im Gedankenanstoß, dass es das erste Mal ist im Leben, dass sie diese Hürde nehmen. Und wir sind ganz klar der Überzeugung, ein schneller und digitaler Rekrutierungs- oder Bewerbungsprozess ist key. Wir haben es gehört, Briefpost kennen sie nicht mehr, so sie sind sich schnelle Antworten gewohnt und wir haben es schon gehört, wir haben neu eine Integration zwischen unseren beiden Portalen und möchte, bevor wir das noch näher zeigen, vielleicht noch mit ein, zwei Insights rund um die Jugendlichen und wie sie sich bewerben eingehen. Fakt ist, 37 oder Time Matters, 97% der Jugendlichen, also die Mehrheit, entscheiden sich für denjenigen Lehrbetrieb, der schneller reagiert, der schneller antwortet. Also je schneller wir hier sind, desto eher können wir uns auch diejenigen Talente sichern, die wir möchten. Wie schnell bewerben sie sich denn? Wir haben in die Daten geschaut, oder unsere Experten haben in die Daten geschaut und geschaut, wie sieht denn das auf Usti aus, wenn die Jugendlichen bereits ein Profil haben, wie lange brauchen sie für eine Bewerbung? Und Jugendliche mit einem Usti-Profil brauchen im Schnitt 10 Minuten, um eine Lehrstellenbewerbung abzusenden. Das variiert natürlich, die schnellsten haben 8 Minuten, die langsamsten ca. 20 Minuten. Bei der Schnupperwerbung ist es ein bisschen weniger, das sind ca. 8 Minuten. Auch hier variiert es zwischen, natürlich gibt es unterschiedliche Intervalle, zwischen 7 und 18 Minuten. Dauert der ganze Prozess, wenn Sie die Unterlagen schon bereit haben. Was hat sich verändert? Grundsätzlich haben wir beobachtet, dass sich im Durchschnitt
die Sessions, das heißt eigentlich die Zeit, die sie sich bei der Bewerbung oder das, die sie investieren in die Bewerbung, verkürzt hat. Das heißt, früher investierten sie 15 Minuten, heute noch 5. Das heißt, sie kehren schon wieder zurück dahin, aber sie brechen eher ab. Also eine Hypothese davon ist, die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer geworden. Das sieht man auch an den Page-Views, das sind die Seitenaufrufe. Die sind weniger als früher, rund ein Drittel weniger als vor 2 Jahren. Allgemein vielleicht hier noch spannender Insight, hier geht es zwar nicht um den Bewerbungsprozess, aber vielleicht hängt das auch zusammen. Die Jugendlichen schauen sich, das beobachten wir, auch über alle Berufe hinweg und über die letzten Jahre schauen sie sich eher weniger Berufe an, interessieren sich für weniger Lehrberufe als früher. Eine Hypothese davon ist, gut, sie wissen eher, was sie wollen. Sie können sich online besser informieren. Das kann auch eine Chance sein für Lehrbetriebe, die Jugendlichen so früh für die Berufe zu begeistern wie möglich, zum Beispiel indem man Infoveranstaltungen ausschreibt oder die Schnupperlehre erlebbar macht. Ich glaube, je früher man sie für einen Beruf begeistern kann, desto eher auch die Chance, dass sie sich dann schlussendlich für einen Beruf bewerben. Und zum Schluss, der Justi-Bewerbungsprozess ist entwickelt für Jugendliche im Hinblick darauf, dass sie auch das erste Mal im Leben sich bewerben. Wir versuchen, so wenige Klicks wie möglich von den Jugendlichen zu verlangen. Haben 10 Felder, 4 Klicks davon. Sie können ihre Dokumente hochladen, brauchen ihre E-Mail-Adresse anzugeben und das reicht. Wir haben hier auch eine Fallstudie gemacht mit einem Kunden, der den eigenen Bewerbungsprozess mit mehreren Feldern eingetauscht hat gegen den Justi-Bewerbungsprozess und haben hier auch nachweislich viel mehr Bewerbungen liefern können. Unser Ziel ist es, den Bewerbungsprozess für die Jugendlichen so einfach als möglich zu gestalten und euch natürlich als Lehrbetrieb auch die Möglichkeit zu bieten, dass ihr effizient die Bewerbungen handeln könnt. Und hier auch die Überleitung zum nächsten Thema. Aus diesem Grund haben wir auch gemeinsam die Schnittstelle entwickelt, so ein einfacher Bewerbungsprozess für die Jugendlichen und für euch ein einfach und effizientes Handling der Bewerbungen über das Tool, das ihr nutzt und wie das aussieht, welche Funktionen das mit sich bringt. Dafür übergebe ich zurück in Studio oder zurück an Daniela und möchte mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, ich konnte euch einige spannende Insights auf den Weg geben. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Dennis. Ich sehe schon, hier melden sich die Ersten, die Fragen haben. Ich würde sagen, wir starten gleich noch kurz mit einem Blick auf diese Integration, die Dennis erwähnt hat, also die Kombination aus einfacher Bewerbung für die Schülerinnen und natürlich auch einfacher Handhabung nachher für sie beim Bewerbungsprozess. Ich teile dafür gerade meinen Bildschirm. So. Genau. Wir starten dafür in der Stellenübersicht von Dualu. Hier können alle Stellen zentral erfasst und verwaltet werden. Wir schauen uns nun eine bestehende Lehrstelle an. Und innerhalb von dieser Lehrstelle wird angegeben, um welche Lehrstelle es sich handelt, mit all den Informationen rund um Berechtigungen, Start, Datum, Standort allenfalls und so weiter. Und man kann dementsprechend auch Inserate erfassen und wie erwähnt eben nicht nur der klassische Bewerbungseingang für die Lehrstelle, sondern auch eben die Ausschreibung von Schnupperlehren erfassen und organisieren. Die Justi-Integration finden wir im Punkt Veröffentlichen. Hier sehen wir Justi bei den direkten Integrationen. Und ich setze hier den Button mal auf Ein und kann als nächstes auswählen, um welche Lehrstelle, beziehungsweise ob es sich um eine Lehrstelle oder eine Schnupperlehre handelt. Und dementsprechend dann auch, welche Lehrstelle das hier verknüpft werden soll, je nachdem, welche das bei Justi auch online sind. Wählen nun hier die richtige, nämlich den Abdichter und speichern das ab. Das Inserat wurde nun erfolgreich verbunden und ich finde alle Informationen auf dem Info-Button. Wenn wir nun zu Justi wechseln und das verbundene Inserat öffnen, sieht es gleich aus wie alle anderen Inserate. Aber im Hintergrund ist die Verbindung hierbei auf Lehrstelle bewerben bereits aktiv. Wir setzen uns nun den Hut einer Bewerberin auf. Wie Sie sehen, bin ich bereits als Schülerin eingeloggt. Ich klicke auf den Bewerben-Button
und lande in der Eingabemaske, die, wie Dennis erwähnt hat, mit diesen 4 Klicks maximal funktioniert. Und das sehen wir jetzt auch hier schön. Alle Daten rund um die Kandidatin sind bereits aus dem Profil vorausgefüllt. Auch die Anhänge sind bereits hinterlegt. Außer das Motivationsschreiben, da dieses für jede Firma individuell erstellt und hochgeladen werden kann. Ich kann nun, sobald die Bewerbungsschreiben auch hochgeladen ist, die Bewerbung absenden. Ich werde das jetzt hier nicht machen, weil es geht einige Momente, bis die Bewerbung in Dualu eingeht. Ich habe das daher schon kurz vorbereitet und wir sehen nun im Dualu direkt, wenn wir das Dossier oder die Dossiers öffnen, dass hier Tamara Skola sich gestern beworben hat. In diesem Dossier sehen wir nun auch den verantwortlichen Recruiter, der übrigens auch per Mail über die neue Bewerbung informiert wurde. Bei der Quelle ist ersichtlich, dass diese Bewerbung über Justi eingegangen ist. Und unter Kommunikation ist die Eingangsbestätigung zu finden, welche auch direkt durch Dualu versendet wird. Zudem sind natürlich die Unterlagen und die eingereichten Dokumente der Schülerin ersichtlich und auch aufrufbar. Wenn wir nun zurück in die Dossierübersicht wechseln, hier hat man immer den aktuellen Stand jeder Bewerbung. Nun kann in Dualu der gesamte Rekrutierungsprozess verwaltet werden. Von Vorstellungsgesprächen über Schnuppertage bis hin zu Zu- und Absagen. Das war ganz ein kurzer Einblick in die Integration zwischen Dualu und Justi. Bei Fragen stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung, insbesondere wahrscheinlich jetzt auch Dennis für die allgemeine Fragerunde. Ja, dann blieb mir in dem Sinn nur noch eins sagen. Ganz herzlicher Dank für die Teilnahme und im Namen vom Dualu und Justi-Team noch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.